Herzlich willkommen zu einem weiteren langen Part von Final Fantasy 9. Ubala. Falsche Seite. Über die Meere, über die Täler. Vor kurzem ist es mir doch tatsächlich gelungen, eine lebensgroße Griffon-Skulptur zu ersteigern. Oh, wirklich großartig. Die macht sich bestimmt prächtig in eurem Wohnzimmer. Nun ja, ein wenig zu prächtig, wenn ich das so sagen darf. Ich musste eigens ein Zimmer anbauen lassen, um ihrer Pracht gerecht zu werden. Hohoho, was man nicht alles tut. Ach, was das wieder kostet. Also nein. Wir überlegen hier gerade, ob wir uns nicht eine weitere Skulptur zulegen sollten, vielleicht die eines Behemoth. Und dazu dann gleich noch eine passende Zweitfüller. Ach, was das wieder kostet. Also nein. Hohoho, wirklich köstlich. Ach, irgendwie haben es diese Stadtmenschen auch nicht leicht. Ich dachte, die beschäftigen sich mit lustigen Dingen als sowas. Kupo. Kupo? Hallo, was machst du da? Hey, du süßer Fratz da. Oh, der Angsthase von vorhin. Das ist aber ein bisschen hart. Außerdem habe ich auch einen Namen, weißt du? Ja, ich weiß, Angsthase. Ist recht, aber sag mal, hast du nicht gerade was von lustigeren Dingen gemeint? Ja, ich bin eigentlich nach Trino gekommen, weil ich hörte, es hier sei es lustig, aber... Und ob es ja lustig ist, spazier einfach dem fröhlichen Onkel hinterher. Keine Umstände. Echo findet sich schon ganz alleine zurecht. Warte doch! Dreckigen, da muss ich mir jetzt auch noch an einer launischen Göre auf der Nase herumtanzen lassen. Ach was, ich schnapp mir sie jetzt einfach als Geisel und locke so den Rutschhoff auf der Reserve. Ha, dann sende ich das fette Kopfgeld für den elenden Kerl ab. Und ganz nebenbei mache ich mir noch einen Wahnsinnsnamen. Echo hat keine Lust mehr, ich gehe jetzt. Was denn, nicht so hastig? Ach so, willst du vielleicht etwas Leckeres essen oder sowas in der Richtung? Was Leckeres? Ja genau, was Leckeres. In Trino gibt es an jeder Straßenecke die feinsten Schlemmereien, glaub mir. Hast du denn schon mal Mousse au Trinolat oder Seetangpasta probiert? Die feinsten Schlemmereien, Mampf. Ja, sagte ich doch bereits. Quina, wo kommst du denn her? Die feinsten Schlemmereien, Mampf. Was bist du denn für eine Gestalt? Ich werde jetzt sofort die ganzen Schlemmereien essen, Mampf. Ja, und was habe ich denn mit dir am Hut? Oh, du bist nicht zufällig ein Kumpel vom Rotschopf? Der hat wohl diese Weißwurst mit Beinen geschickt, um auf die Göre aufzupassen. Ah, Benedikt, ich muss immer wieder. Wo sind denn die Schlemmereien, Mampf? Alles eigenartige Vögel. Kupopo. Nanu, dieser vierarmige Angsthase hat ja was fallen lassen. Und das ist genau dieser vierarmige Angsthase, den ich auf jeden Fall noch besuchen muss, bevor wir hier zum, dahin gehe. Aber wo finde ich den? Das macht mir ein bisschen Kopfzerbrechen. Ja, das macht es mir. Kann man ja noch wieder lauschen. Reflektor? Ja, ich glaube, das wird der Höhepunkt der heutigen Glaube. Bla bla bla. So. Sorry, wenn ich da manchmal so ein bisschen drüber schalte. Ja, Reflektor, das weiß ich, dass er super teuer ist. Oh, ihr wollt Karten spielen? Ja, ich muss. Ich muss. Ich will gar nicht, aber ich muss. So. Oh, das ist ja besser geworden. Ich weiß es gar nicht mal. Also wir haben nur P momentan an unserem Deck. Das ist nicht so gut, finde ich zumindest. Da eine Mimme, komme ich da ran? Das war aber knapp. Oh nein, der hat ja noch eins. Hab ich nicht gesehen, oh Gott. Na komm, die Mimik nehme ich gerne mit. Nö. Hallo? Auch mit dem Ladenhüter spielen wir einmal Karten. Also ich sollte es mir angewöhnen, nicht zu viele
meine, das war ja eine Magiekarte letztendlich. Oh, nicht schon wieder ich, ey. Das ist doch so ein blödes Blatt hier. Gewonnen! Wenn man nicht weiß, jeder schreit gleich auf. Nein, nimm eine andere! Aber. Gerade immer. Peinlich. Zählt das denn also? Das würde mich mal interessieren, ob dieses X jetzt egal ist. So ein Skorpion habe ich, glaube ich, noch gar nicht. Kann das sein? Was? Das ist schlecht. Das war super knapp. Aber ich glaube, den Skorpion dürfte ich noch nicht haben. Doch, habe ich schon. Aber das ist auch eine gute... Warte mal, wir spielen jetzt noch mal einmal. Der ist auch ganz gut, der Skorpion. Kann ich den... eins, zwei, genau, kann ich den durch den hier austauschen. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Aber ich will nicht nur, ich will nicht nur psychischen Schaden machen, sondern halt auch Magieschaden. Da ist mir so ein bisschen das Augenmerk drauf. Oh, warum denn immer ich? Die Karte nicht irgendwie mal mehr? Gerade gedacht. So. Oh, das wollte ich gar nicht machen, naja. Aber okay. Letztendlich will ich auch gar nichts von den Karten, muss ich ganz ehrlich sagen. Hier kommt der Flunderdrache. Nee. Puh, das ist echt anstrengend hier, dieses Spiel. Ich würde gerne mit dem Günther spielen, aber nein. Ja, eine Partykarte, das wünsche ich mir, das wünsche ich mir, super hier. Ich weiß, die ist besser, aber was soll ich denn mit so einer Karte, die so beknackte Dinger hat? Die ist eigentlich auch besser. Mal gucken. Gott sei Dank. Bam 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 b
Na, das habe ich mir schon gedacht, dass das nicht klappt. Was nicht schlimm, dafür habe ich jetzt oben meinen Drachen. Müsste eigentlich klappen. What? Fuck. Natürlich nimmt er mir wieder diesen Kacktatze über mir ein. Und wir starten nochmal neu. Wie wir das ja schon mal kennen. Ja. Aber ist ja nicht schlimm. Also unsere Quote ist ja doch relativ hoch. Oh, ich habe so Angst vor diesem furchtbaren Spiel gleich. Vielleicht lasse ich ja deswegen immer so ein bisschen auf mich zukommen. So, fortsetzen, ja. Ja, da ist er wieder, unser Tatzelwurm. Warum ist das jetzt hier so merkwürdig? Ich habe nichts anderes offen. Café Bleu, da wollen wir gar nicht hin. Moment. Das mache ich alles mal zu. So, ich mache jetzt einmal ganz kurz mal so Sachen zu. Die stören im Hintergrund. Ich hoffe, das sieht man nicht. Ich hoffe es. Jetzt hat das klein gemacht. Jetzt ist es wieder da, glücklicherweise. So, jetzt geht es auch wieder flüssig. Toll. Wow. Aber, nee, es geht noch nicht flüssig. Schade. Aber naja. Wir spielen nochmal. Warte mal, habe ich den richtigen? Ja. Ja, das würde ich ganz gerne haben, dass das irgendwie, ne? Dun, dun, dun. Das ist so geil, man kann ja den beschissensten Karten kann man verlieren, ne? So, wenn ich noch mal irgendwas retten könnte, kann ich es mit keinen von diesen Karten machen. Von daher kann ich mich hier nur einmal schützen. Aber ja, das mache ich nämlich auch. Toll. Dann spielen wir noch eine Partie. So, ach, das Mandoraga-Ding hatte ich gar nicht drin die ganze Zeit, ne? Das darf ich nicht vergessen. Das ist, ich glaube, so ein bisschen meine Lebensversicherung. Auch wenn der nicht so unheimlich viele hat. Manchmal kann man dann doch ein bisschen noch was machen. Bam, 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 bam. Interessant wäre ja eigentlich auch mal zu wissen, ob die dann auch so wirklich, also, soll ich das jetzt gerade erklären, ob die dann auch so wirklich so leveln, diese Karten, oder nicht? Das wäre natürlich super interessant. Juhu! Ich hab jetzt gedacht. Also im nächsten Part werde ich auf jeden Fall das Kartenturnier angehen, würde ich fast sagen. Ja, ja. Wann wird sie endlich aufgestuft, ne? Hm. Ich habe schon viel zu wenig Magie. Ich habe einmal Magie mit dabei, das geht überhaupt nicht. Also ich müsste vielleicht ihn hier unten rausschmeißen für den Xer.
Dann könnte was klappen, weil der hat auch eine gute Angreifding. Was habe ich mir gedacht, du Esel? Das ist doof. Nicht schlimm. Perfekt! Hat er das gesehen? Der Tatzelwurm ist, glaube ich, X geworden. Wenn ich das richtig gesehen habe. Nein. Habe ich das richtig gesehen? Nein. Karten. Sehr gut! Sehr, 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 sehr gut! Ja, möchte ich gerne. Oh, mein Tesla-Robot ist auf X! Sehr gut, sehr geil! Das ist eine gute Sache, weil dann ist er schön hochgekommen. Den muss ich auf jeden Fall haben, den muss ich spielen. Hier würde ich auch den mitnehmen, aber jetzt habe ich zweimal P, einmal M. Dann würde ich den gerne noch mitnehmen, obwohl der nicht so gute Voraussetzungen hat. Und dann vielleicht noch die Waldnymphe. Zum Kotzen. Zum schlechter Anfang. Nee, nicht schlimm. Und zwar, wir setzen sie einfach hier hin. Ja, es ist jetzt doof, aber nun ja. So. Ich komme da gar nicht drüber weg. Wir haben noch einen Xer gekriegt. Wow, cool. Sehr gut. So, den lassen wir uns natürlich nicht wegnehmen. Ja, sehr gut. Ist nicht schlimm. Nicht schlimm. Ja. Schützen wir den? Können wir nicht. Genau, auf das Beste hoffen. Ja. Also man kann auch mit total billigen Karten, sag ich mal, einfach so gewinnen. Kann man mit dir auch spielen. Aber Paps, das sagst du doch jedes Mal. Was sagt er denn? Heute ist das letzte Mal. Ich verspreche es dir, Junge. Aber ich weiß ganz genau, heute hat meine Pechsträhne endlich ein Ende und ich räume ab im richtig großen Stile. Oh. Ach, ich würde gerne nochmal schlafen gehen, vielleicht vorher, oder? Eigentlich müsste ich es nicht, bräuchte ich es nicht. Der Typ, der hat mich so abgezogen, ne? Wow. Aber wir haben jetzt eine X-Karte. Also unser Drache, unser... Ja, es ist schon doch eine mächtige Karte. Es ist X geworden. Das ist... Oh, das freut mich total. Ich weiß nicht, warum es das jetzt so merkwürdig macht. Ich hätte gerne diesen vierarmigen Günther jetzt mal irgendwann getroffen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wir gehen vielleicht nochmal noch eine Runde ratzen. Mit dem Kneipenwirt können wir auch spielen. Oh, ist das 40F4XX4, ist geil. Jetzt müssen noch die anderen Karten irgendwie nachziehen am besten. Ja, ich habe jetzt die Mandora gar nicht genommen. Und ich hasse es anzufangen. Da, tra, tra, la, la. So. Das ist scheiße. Aber ist nicht schlimm. Also es ist unentschieden, das ist okay.
Also Mandoraga. Ihn nehme ich mit. Ja, ist besser als der Wurm hier, der Egelkriecher. Dann unsere Nymphe, die hoffentlich irgendwann mal besser wird. Nee. Dann brauche ich eigentlich nur noch meinen Drachen. Warum muss ich denn immer anfangen? Ist doch blöd. Ist doch blöd. Oh, die ist gut. Die ist echt, das ist echt eine gute Waldnymphe. Da würde ich mich tatsächlich freuen, wenn ich sie kriege. Ist schlecht gespielt. Diese Waldnymphe will ich unbedingt haben. Egal, was es kostet. Doch, die Waldnymphe ist doch recht gut. Die nehme ich mir gerne mit. Nein. Dann haben wir eine. So, jetzt würde ich gerne einmal kurz pennen. Ja. Schlafen einmal kurz. Jawohl. Ab in die Betten rein, oh fein. Ah, bitte geh mich antreten. Okay, das hat jetzt also Drag Queen-mäßig sich angehört. So, dann haben wir jetzt eine neue Karte. Und zwar diese hier. Die ist viel, viel besser. Dann haben wir die. Ich muss erstmal so ein bisschen gerade. Dann haben wir diese hier. Die Mimik nicht. Der ist ganz gut. Einen können wir noch mitnehmen. Das wäre dann der Sandgolem, denke ich mal. Weil die sind doch dann etwas schwächer auf der Brust. Also die kann man natürlich auch hochzüchten. Wir können das natürlich auch gerne so machen, dass ich mir diesen Speicherstand irgendwie in die Cloud übertrage. Ich weiß noch nicht wie. Und dass wir dann im Stream irgendwann mal sowas machen, wie beispielsweise nur Tetra-Dings hier spielen mit einer Person, vielleicht, die total gut ist. Damit wir wirklich auch alle irgendwie vielleicht, ja, bekommen. Ja, sie ist schon ganz gut, ne? Aber das ist natürlich von der Verteilung von diesen Dingern ja besser. So, machen wir hier rüber. Ja, ein P1. Ich glaube, meiner ist tatsächlich besser. Ja, Hochhaus gewonnen, ne? Ja, gerne. Können wir mal gucken, ob wir die 1-1 haben wir. 1-1, die ist natürlich gut, aber mit drei solchen Dingern ist sie natürlich sehr, sehr schlecht. Ich will gerne mit dir spielen. Wo ist unsere Waldnymphe? Die nehmen wir ja die mit. Dann haben wir die. So, eigentlich bis jetzt steht das alles. Es ist so ein bisschen auf und ab natürlich mit, entweder nehme ich den Troll mit. Oder, was war das andere? Den Skorpion. Ich glaube, den Skorpion, den würde ich tatsächlich drinnen lassen wollen. Einfach nur, weil der dann tatsächlich ein bisschen besser hinhaut. Achso, ich bin schon wieder dran. Und die Waldnymphe ist eigentlich recht gut zum, das ist nicht schlimm. Aber sie ist sehr gut zum, achso. Sie ist super gut zum, also wenn ich sowas ködern will. Einer wird so umdrehen, aber das ist nicht so ganz dramatisch.
Eins, 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 ah ja, du bist beschissen. Eins, zwei, drei. Obwohl, der geht noch von den Ecken her. Ich meine, der andere wäre auch ganz gut gewesen. Aber nun gut. Ja, in den letzten 5 Minuten, wir haben dann gleich unsere 30 wieder erreicht. Ja, die haben wir natürlich so platziert, dass wir dann nicht mehr weiterkommen. Ja, wird es erstmal reichen. Dann im nächsten Part auf jeden Fall das Kartenturnier. Ich finde es eigentlich recht schade, dass ich jetzt diesen Günther da nicht getroffen habe. Ich meine, oder kann ich vielleicht auch mit der Baroness spielen? Das wäre ja interessant auch zu wissen. Oh, wie süß. Das will ich doch gerade mal kurz versuchen. Ich glaube, mit der Dienerin könnte man ja spielen. Aber ich fühle mich doch da ganz gut gewappnet. Also ich habe jetzt in dem Nachspiel noch kein Mal Karten gespielt und so gute Karten gekriegt die ganze Zeit. Das freut einen natürlich auch immer ein bisschen. Kinder schlafen, das ist nicht wunderbar. Achso, ich jedes Mal, ne, falle ich drauf rein und belesen. Aber wir gucken, was das für ein Schatz da ist, obwohl es einfach nur steht, dass es das Café Bleu ist. Café Bleu. Ja. Mal gucken. Wenn es jetzt in die Hose geht, dann geht es in die Hose. Dann kann ich ja nochmal neu laden. Den nehme ich mit, auf jeden Fall. Den. Meine Waldnymphe. Ich würde sagen, wirklich ihn hier, weil auch wenn der andere natürlich einen Vierer hat vorne, hat er aber die besseren Ausgangsmöglichkeiten. Und das ist eine echt gute Karte, weil die kannst du so gut einsetzen. Und tatsächlich würde ich die gerne haben wollen. Die würde ich tatsächlich sehr, 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 sehr gerne haben wollen. Und hier nehme ich mal den hier. Das ist gar nicht dramatisch. Da kann ich so ein bisschen üben jetzt dran. So. Oh, der muss sehr viel aushalten. Dann mache ich lieber nur den hier. Und so passt es ja auch. Also so eine gute Mimikkarte. Die nehme ich gerne mit. Auch wenn sie jetzt erstmal von den Werten her bedröppelt ist. Aber... es ist so eine gute Karte einfach. Einfach weil die so viele Ecken hat, wo man sie halt nicht angreifen kann. Dagegen sind diese Dinger total Blödsinn. Auch wenn das natürlich eine 1M10 ist, ist die aber wesentlich schlechter als diese Karte. Warum es so ist? Es ist einfach so. Also es kann natürlich auch sein, dass ich nochmal eine umändere oder dass ich vielleicht noch eine ganz andere irgendwann mir aufziehen werde. Ich meine, die ist wirklich schon sehr, sehr gut mit den 4P vorne. Aber ich meine, wir könnten auch versuchen, mal jetzt irgendwie was anderes zu spielen als diese X-Karten, weil ich glaube, die X-Karten werden nicht weiter bevorzugt. Oder gibt es noch besser? Gibt es S vielleicht noch? Das, ich wüsste es jetzt nicht. War klar. Und guckt euch mal an, wie stark einfach diese beschissene Karte da ist. Es ist so krass, ey. Die gibt mir ganz schön auf den Latz, die Gude. Naja, was heißt das für uns? Wir werden auf jeden Fall nochmal resetten im nächsten Part. Oder kann ich jetzt auch schnell machen? Obwohl, nee, das machen wir dann im nächsten Part einfach. Das heißt aber leider, dass ich jetzt hier in diesem Raum bleiben muss. Und wir haben noch, ja gut, eine halbe Sekunde. 30 Sekunden meine ich natürlich. Ich bedanke mich bei dir beim Zuschauen. Wünsche mir natürlich, dass du nächstes Mal Part wieder einschaltest. Gerne Kritik und Lob und was auch immer da lässt. Ich bin nicht die beste Spielerin, das habe ich aber auch, glaube ich, nie gesagt. Und ja, mir macht es einfach nur Spaß, wenn ihr dabei Spaß habt. Und ich mache das jetzt einmal ganz kurz. Ich kann auch ein bisschen, so ein bisschen off-topic vielleicht reden.
Also mir macht es einfach Spaß. Ich spiele halt so, wie ich spiele. Und wem es nicht gefällt, der soll bitte gehen. Also bevor jetzt irgendwer sagt, oh, du musst aber durch und durchspielen. Es gibt viele Leute, die das, glaube ich, so sehen. Aber ich glaube, man darf nicht vergessen, dass es einem ja freisteht, wem man tatsächlich guckt. Oder wo man es sein lässt. Also man muss ja nicht gezwungen, das ist so in etwa, ich muss ja nicht unbedingt ProSieben gucken, wenn ich auch Sat.1 oder sowas gucken kann. Also so zumindest rede ich es mir ein. Muss mal gucken, kurz, ob meine Karten wieder da sind. Ja, genau. Wunderbar. Und dann, also du hast ja die Entscheidung in der Hand. Und ich kann ja nur so spielen, wie ich spielen möchte. Und dann ist es halt so. Ich werde jetzt nochmal kurz zum Mogri laufen, speichern, weil es ist doch schon wieder, ja, doch lange, lange Zeit vergangen. Wir haben ein bisschen geschnackt, gespielt jetzt auch. Ich habe viel geschnackt und gespielt. Und ich musste die ganzen Sachen noch rendern. Momentan ist es wirklich so, dass ich das großartig nicht verändere, was ich jetzt hier aufnehme. Deswegen sind die, geht es von der Konvertierung her. Ich brauche jetzt im Schnitt noch eine halbe Stunde. Aber wie gesagt, es ist halt ohne diese ganzen Effekte, die ich dann normalerweise drauf mache. Und das finde ich halt so ein bisschen schade. Und deswegen hat es immer 9 Stunden gedauert. Aber natürlich würde ich ganz gerne halt natürlich auch neuere Spiele vielleicht mal spielen, ne? Ja. Naja. Bis dann. Und dann, ja, sage ich Tschüss, bedanke mich und auf Wiedersehen. Tschüss. Mach's gut. Und wir werden Excalibur 20 kriegen. Noch 45 Minuten, das wollen wir nicht schaffen. Bis dann. Tschüss.